Schönen guten Morgen. Da sind wir schon. Ja, Fab, Dani, Stenk, Luca, Anrik. So. Ich möchte noch einmal den Stenk. So, weil wir sind in Cosmo gehen. Und ja, das ist so. Mit Cosmo gehen bis, was war das, Februar. Hatten wir unsere letzte Konzert mit unserem Ex-Rummer, eben, der noch vorgegangen ist. Das persönlich können, was wir ja verstehen und was doch normal ist. Und darauf sind wir gedacht, okay, dafür machen wir weiter. Darauf sind also, dann unsere Gitarrist auch vorgegangen. In Angelo und wir gedacht, okay, was sollen wir machen? Du hast zwei Hauptgründer von der Band, die noch fort sind. Was ein schwerer Sache, muss man so sagen. Und wir haben aber gedacht, komm an, wir so viel erreicht, mit Cosmo gehen. Wieso sollen wir nicht weitermachen? Von daher haben wir dann über Musiker gesehen und innerhalb von Monaten, voilà, haben wir da drei. Und, also sind da zwei fort, haben wir unter drei beigekriegt. Wir haben am Anfang eine Annonce gemacht. Für Butter eben, wenn wir gedacht hätten, Angst gegen weitermachen. Und du hatten sich sechs Butter gemeldet, denen will ich unbedingt merci sagen, dass sie die Zeit geholt haben, für die Lieder zu anzuproben und zu spielen. Ich hatte Luca kontaktiert und am Anfang wollte er einfach absolut gar nicht bei uns kommen. Et, ouais, comme je disais, il voulait pas venir. Après, il est quand même venu. Maintenant, il est resté. Et, je suis super content qu'il soit là. Les guitaristes, on en a essayé trois. Et voilà le résultat. On a Marc et Eric qui font un très très bon boulot. Il faut remercier surtout Bertrand Descartes qui nous a super super aidé. Et voilà quoi. Maintenant, à voir. On est en train de préparer les prochains concerts. On a un concert le 27 juin à Trois Vierges pour le Three Virgins Festival. Et on espère composer au plus vite et peut-être sortir un EP en fin d'année ou début de l'année prochaine. Ne pas oublier, donc le 12 juillet, on va jouer au Rock'n'Roll Train Fest et avec Biohazard, Crucified Barbara, super organisation. Et ça va être beau, ça va être beau. Et on attend que ça en fait. Et au mois d'août, on va jouer aussi American Rock Fest à Bastogne. Et donc les prochains concerts après, ça viendra comme ça viendra. Et puis, mais on est chaud en tout cas. Et puis je pense que c'est bon là.